Und damit willkommen zurück. Ich habe gerade auf die falsche Taste gedrückt. Ja, wir stehen jetzt hier gerade am Strand und haben eine Quest bekommen, bei der wir, denke ich mal, nur da hinten rüber segeln sollen. Ich schau mal eben nach. Eine kleine Odyssee. Ja, wir sollen nur auf die andere Seite. Die Frage ist jetzt, ob wir jetzt wirklich auf die andere Seite sollen oder ob wir uns erstmal darauf konzentrieren, noch die Quests zu erledigen, die hier sind. Wir haben zum Beispiel noch eine Sache von der Tafel. Da müssen wir zwei Wölfe erledigen. Gut, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Baumstammwerft. Ach so, da hatte ich einen Schatz nicht gefunden. Genau. Da könnte ich theoretisch auch nochmal hin, aber ich würde sagen, das mache ich dann später. Da gibt es noch ein Holzfällerlager, das ich noch plündern kann. Weil ich hätte jetzt schon gerne so von Insel zu Insel, also dass ich die Insel dann verlasse und dann... Ach so, das mit den Banditenanführern, das haben wir auch noch nicht gemacht, genau. Es kommt ein Schiff gefahren, dafür sollten wir Stufe 5 haben. Das wäre natürlich jetzt für uns ein bisschen früh. Das Ostrakon-Rätsel haben wir auch noch nicht gefunden. Das Brennfieber, das ist das, worum uns die kleine Phoebe gebeten hatte. Ich würde sagen, bevor wir jetzt übersetzen, verfolgen wir erstmal diese Quest noch und machen dann später die Quest hier am Wasser. Kamst du gerade aus dem Meer raus oder was? Das ist ja geil. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Der ist links von uns. Das heißt, wir machen einen größeren Bewegung. Bogen hier an der Küste entlang. Und so wie das Pferd gerade läuft, glaube ich, sind wir zu Fuß schon fast schneller. Los. Geh hoch. Los. 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 Kommst der wohl noch hoch? Entschuldigung. Ella. So. Wir sprechen gleich erstmal mit den kranken Einbewohnern. In der Hoffnung, dass wir sie überhaupt finden. Was legst du dich denn hier mitten rein? So geht das nicht. Ich sehe jetzt hier auf der Leiste noch nirgendwo. Ah, jetzt geht's schneller. Noch nirgendwo den Thanos, diesen Topfgeldjäger, genau. Diesen Kopfgeldjäger. Doch, das war keiner. Ich habe mich gerade schon erschrocken. So, kranke Einwohner, kranke Einwohner. Erschreckte Einwohner. Entschuldigung. Los. Genau. Roll mal aus dem Weg, ich komme gerade. Weg da. Entschuldigung. Ach, wir sind auf dem Weingut. Ah. So. So viel haben wir nicht mehr. Ich bin noch überlegen, waren nicht hier in der Nähe auch noch die Wölfe? Dann wollen wir mal. Komm schon. Aber ich glaube, es sind keine bösartigen Einwohner, oder? Ich versuche sie jetzt mal nicht zu umrennen. Umzurennen, meine ich. Haben wir hier irgendetwas, was wir noch holen können? Nicht wirklich. Mein Oh. Was ist hier passiert? Aha. Guten Tag. Entschuldigung. Könnte euch nicht helfen, müssen wir die Krankheit mit eigener Hand bezwingen. Uns bleibt keine Wahl. Hilf uns! Er lässt uns nicht gehen. Was ist hier los? In Kausos griff die Seuche um sich. Die Leichenberge wurden zu groß. Die Krankheit breitete sich aus. Wir mussten eingreifen. Sie haben unsere Brüder getötet, die Nachbarn. Wir haben den Überfall überlebt und nun will er uns töten. Die Götter haben uns verlassen. Die Kranken müssen zu den Toten, wenn wir leben wollen. Ihr habt den ganzen Ort niedergebrannt? Wir beteten viele Nächte vergebens. Wir mussten handeln und das Brennfieber aus Kausos tilgen.
Gibt es keine Hoffnung auf Heilung? Nichts hat geholfen. Weder Opfer noch Gebete. Die Heiler wollen nicht kommen. Die Soldaten lassen uns nicht gehen. Die Götter erhören uns nicht. Ich würde den Leuten gerne helfen. Die Frage ist, wenn... Ich muss ja klicken. Ich hoffe, die hilft denen auch. Aber ich weiß gar nichts über die Seuche. Und du kannst auch nichts tun. Nein! Doch wenn du dich einmischst, müssen wir den Willen der Götter verteidigen. Rette uns vor ihm! Hab Mitleid! Ah, okay. Wir sind gar nicht so krank! Wir werden gesund! Niemand wird gesund! Glaube mir, nur auf diesem Wege wird sich Kefalenia vor der Auslöschung retten können. Bitte! Wir haben Kinder! Denkt an sie! Noch hast du die Gelegenheit umzudrehen, Söldnerin. Hat der mich gerade angespuckt? Lasst sie gehen. Was? Du bist kein Gott. Hallo, du sollst, genau, das sollst du machen. Blocken, genau, so heißt es. Hey, stürmen! So, Arschloch. Und nu? Oh. Wo kommt der denn jetzt her? Oh, scheiße. Ach, das ist dieser Priester, der ist einfach abgehauen, der Sack. Das war bestimmt die Freundin, die ich jetzt gerade gerettet habe. Da wette ich fast drum. Nee, nee, aufheben will ich dich nicht. Wo sind die jetzt hingelaufen? Hallo? Sprech mit den kranken Einwohnern. Also, mit anderen Worten, ich habe das Ziel jetzt erfüllt. Soll ich jetzt wieder zurück? Nee. Ach, sind die da hinten? Oh nein, da kommt der jetzt auch noch hin. Oh, oh, oh. Okay. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Scheint aber was weiter weg zu sein. Du bist eine Heldin! Dieser Priester kam aus der Unterwelt. Ein toller Mann der Götter. Ach, dich schickten die wahren Götter. Wir sollten los. Wir können zwar reisen, aber wir müssen noch behandelt werden. Bevor du gehst, nimm meine Drachmen. Ich habe nicht genug Geld, um dich zu entlohnen. Das ist alles. Das ist nicht notwendig. Habt eine gute Reise. Du bist ein Geschenk der Götter, Adlerfrau. Mögen sie dich segnen. Ich kann auch von den Leuten kein Geld nehmen. Kinder, gute Reise. Also, bei aller Liebe, ja, aber von den Leuten kann ich jetzt wirklich kein Geld nehmen. Ich muss zwar von allen irgendwie Geld kriegen, weil ich ja irgendwie auch bezahlt werden muss, aber nee, also das geht gar nicht. Nicht von so einer netten Familie. Zu unserer Rechten haben, müssen wir noch ein Rätsel finden, okay? Komm, hässlich aussehendes Schätzchen, wir müssen noch ein Rätsel finden. Ach so, Moment, wir sollten... dann vielleicht auch eine Markierung setzen. Komm schon, komm. Damit das Ganze einfacher ist. Da sind die Wölfe. Da wollen wir jetzt aber gerade noch nicht hin. Oh, waren das gerade Wölfe?
Wo sind die? Oh, scheiße. Oh, der ist zu weit weg. Tut mir leid, aber wir brauchen dein Fell. Dann können wir das nämlich auch schon mal abgeben. Hallo? Kommst du mal nie wieder zurück hier? Geht es noch? Nicht abhauen? So. Jetzt können wir aber auch dahin, wo wir hin wollten. Achso, da oben kommen wir so schlecht rum, ne? Komm schon. Ella. Entschuldigung. Los. So. Nein, Entschuldigung, falsch rum. Entschuldigung. Ich habe was klingeln hören. Ich bin gar nicht mehr drauf, sozusagen. Hä? Wir müssen auf jeden Fall ein Rätsel finden. Was auch immer die damit meinen. Konnte man hier... Ach nee, das war nur, dass ich... Okay. Das ist aber doch das Weingut. Achso, der zeigt dann nur den Eingang an. Oder ist nur der Teil hier gemeint? Östrakun-Rätsel finden. Ist das denn auch wirklich eine Quest gewesen? Penelopes Tagebuch. Es war aber, glaube ich, ja, es war keine Quest, ne? Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann verfolgen wir die Quest jetzt erstmal, weil ich jetzt nicht so genau weiß, was sie jetzt damit meinen. Das heißt, ich müsste zur Nachrichtentafel zurück, denke ich mal, um das abzugeben. Ja, Pferdchen kommt direkt. Da ist die Nachrichtentafel. Gut. Das heißt, dass sie... in welcher Richtung liegt? Die wird mal gar nicht angezeigt. Direkt hinter mir. Okay, gut. Nein, geh raus. Na los. Oh, Entschuldigung. Da, jetzt sehe ich es. Okay. Entschuldigung, hab keine Zeit, muss abkürzen. Kommst du hier runter? Okay, braves Pferdchen. Kann ich das nicht vom Pferd aus? So, Söldnerarbeit. Haben wir gemacht. Und nun? Ja. Übergib dem Auftraggeber die Wolfsfelle. Ist aber schon abgehakt. Ach so, heißt das, das ist jetzt schon erledigt. Muss ich da nichts mehr abgeben oder so? Na los! Echt jetzt? Okay. Das habe ich jetzt nicht gewusst.
Gut, dann würde ich sagen, dass wir uns dann doch mal auf den Weg zu dieser Überfahrt hier machen. Das war, glaube ich, hier am Strand. Keine Ahnung, was das jetzt gerade für ein Bild war. Aber es war auf jeden Fall hier am Strand. Das setzen wir uns mal als Markierung. Und weiter. Wie reiten wir denn da jetzt am besten durch, ohne das halbe Dorf hier platt zu machen? Oh, bist du ein süßer Hund? Hallo! Kommst du ein Stück mit mir mit? Komm mit! Oh ne, jetzt hast du Angst. Okay. Schade. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. 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 Ach, da hinten. Kann das Pferd eigentlich mitreiten? Nee, ne? Das wird wahrscheinlich jetzt ins Wasser... Aber das kann mit schwimmen, das ist ja geil. Es kann mich aber leider nicht tragen beim Schwimmen. Das ist schade. Aber das ist doch mal cool. Komm, Pferdchen, wir schwimmen gemeinsam, aber irgendwie bist du schneller als ich. Bleib hier, bleib hier. Na los, komm. Kleiner Angsthase, du.